Hey Leute, willkommen zurück zu Goblin Auto Club Manager. Also, was ist der Plan? Der Plan ist, wir sparen uns erstmal ein bisschen Geld zusammen, damit wir dann das Monster kriegen, um daraus ein Offroad-Setup bauen zu können. Weil ich glaube immer noch, hier Offroad natürlich ist super und Gewicht ist auch super. Luftwiderstand können wir vielleicht auch ein bisschen kompensieren, müssen wir mal schauen. Aber erstmal möchte ich das haben. Kann jetzt natürlich auch passieren, dass wenn wir... Wobei, nee, wir haben knapp 5000 Dollar. Das heißt, wir werden auch relativ schnell auf diese 10.000 kommen. Ich wollte erst sagen, dass wir die Meisterschaft schaffen und danach erst Monster kaufen können. Aber das sollte eigentlich auch so funktionieren. Wobei, wenn ich das jetzt hier schon wieder sehe, wie billig das alles ist oder wie wenig es da gibt, da bin ich schon so ein bisschen... Ich investiere jetzt nochmal hier 10 Punkte. Das hat es jetzt nicht wirklich besser gemacht, aber hey, dann nehmen wir trotzdem mal das. Ich glaube, mehr als einmal da 10 Punkte investieren. Ja, vielleicht noch ein zweites Mal, aber hier kriegen wir dann zum Beispiel auch keine Punkte. Ich würde jetzt mal die Strecke fahren und wir gucken einfach mal, wie das läuft. Ist natürlich wieder ein bisschen riskant. Aber bis hierhin ist er halt auch wieder sehr flott unterwegs. Ich weiß halt auch nicht, was das letztes Mal das eine war. Warum er da so unglaublich langsam gefahren ist. Gut, da hat er ein bisschen mehr, bisschen weniger Leben gehabt. Aber so wenig war es halt auch noch nicht. Und generell macht sich das doch nicht so stark bemerkbar. Das macht sich sehr stark bemerkbar, wenn ich im Prinzip ja, weniger als 10% oder gar nichts mehr habe. Deswegen, gut, aber das können wir auch so durchfahren. Gut, das lief besser als... Ja gut, auf der Strecke denke ich immer, das wird in einer Katastrophe enden. Von daher lief es jetzt schon besser, aber die Gegner waren jetzt auch nicht so stark. Deswegen, es ist jetzt hier auch alles ziemlich mager. Aber ich werde jetzt nicht nochmal 10 Punkte nehmen, wir fahren einfach die Strecke. Sind auch wieder 7 Runden und wenn das ohne Crash auskommt, dann können wir auch hier einfach durchfahren. Offroad Geschwindigkeitsrekord mit 46. Ich sag jetzt nicht mehr Wildschwein. Aber die Rennen gewinnen wir auch locker. Wir kriegen leider nicht so viel dafür, aber das ist alles kein Thema. So, dann dauert das doch ein bisschen länger, bis wir die 10.000 haben. Und ich sammle halt auch wieder ein bisschen mehr, damit wir einfach genug noch für die Kosten haben. Selbst wenn wir mal hier und da vielleicht ein, zweimal wirklich letzter werden sollten, damit wir ein bisschen Puffer haben. Weil das ist immer noch besser, dann nochmal ein bisschen zu warten, als dann zu sagen, okay, ich fahre jetzt erstmal das hier, weil das kostet nichts. Und ja, das ist halt einfach viel zu wenig. Gut, wir fahren jetzt durch die Wüste. Und die haben alle, ja, so mittlere Offroad-Werte. Ich sag manchmal schon bei den Werten, wenn die so bei der Hälfte sind bei den Gegnern, dass das gute Werte sind, aber einfach nur im Verhältnis, weil wir auch ungefähr dieselben Werte haben, also gut im Kontext, dass wir halt ähnliche Werte haben. So ist das dann gemeint. Ne? Weil die Hälfte ist halt nicht, ist nicht gut, aber wir sind auch nicht wirklich viel besser. Und so die ganzen anderen Sachen hier. Du hast ein bisschen Wendekreis, du hast jetzt nicht so viel Leistung und du hast ein bisschen mehr Leistung. Mal gucken. Kommt auch wieder sehr stark darauf an, bei 4 Runden, an welcher Position wir starten. 2 ist erstmal okay. Dann darf sowas aber nicht passieren. Bisher war es ja bei den Meisterschaften auch so okay. Es läuft ja recht gut die meiste Zeit. Aber dann läuft es mal schlecht auf einer Strecke und dann kann man die ganze Meisterschaft abschreiben. Das ist schon ein bisschen hart, dass man 3 Rennen wirklich gewinnen muss. Weil man hat auch nicht wirklich so einen großen Einfluss darauf, dass der irgendwie was anderes macht.
außer dass man vielleicht noch einstellt, dass er dann ein bisschen passiver fährt an gewissen Stellen, aber je nachdem, wo man sich dann befindet, wenn man Erster ist, okay, kann man das vielleicht mal machen, vielleicht werde ich das in Zukunft auch mal ausprobieren, aber ja, das ist halt auch, da macht man halt auch nicht viel. 2800, das sieht doch schon besser aus, aber hier gegen den Zweiten und den Fünften, aber selbst wenn wir den Zweiten noch schaffen würden, sind halt auch nur 4 Runden, aber ich würde trotzdem eher das nehmen als das hier, weil das ist halt so viel mehr, auch wenn die Kosten im Verhältnis sehr viel höher sind, nehmen wir trotzdem das. Und natürlich hier nicht Offroad, sondern Bodenhaftung und dann muss das Reh wieder regeln. Ah, diese Unfälle sind da gerade ein Riesenproblem. Das war ja mal eine absolute Katastrophe. Ich fahre jetzt noch eine Runde. Aber, okay, so kann ich halt bis zum Ende. Ach, das wird schwierig. Ich würde jetzt versuchen, bis zum Ende durchzuziehen. Ich habe kurz überlegt, ob ich da nochmal in die Box fahre, aber wir müssen das jetzt so machen. Wir werden auf jeden Fall nicht Erster, weil dafür war das mit den Unfällen echt super, super blöd. Und das ist dann halt auch so eine Sache, ne? Wenn man dann so ein Meisterschaftsrennen hat und dann läuft das so wie hier, dann, ja, war's das. Weil dann macht man halt nichts mehr. Wie sieht denn das hier aus? Ja, ein bisschen, ja, okay. Das müsste eigentlich auch ganz gut laufen. Aber das ist auch schon wieder so eine Strecke, wo es halt sehr schnell sehr blöd werden kann. Vor allen Dingen, wenn man als Letzter startet. Das ist halt super doof auf der Strecke. Und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, man fährt nur 4 oder 5 Runden und startet auf der Strecke dann als Letzter. Das wird halt, das wäre halt richtig unangenehm. So haben wir noch ein bisschen Puffer, je nachdem wie wir fahren. Können wir abkürzen und dadurch noch ein bisschen rausholen. Aber der erste Platz ist halt auch schon wieder so weit entfernt, dass ich nicht glaube, dass das was gibt. So, jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt, einfach mal in die Box zu fahren, weil dann können wir bis zum Ende wieder durchfahren. Wir werden jetzt auch nicht überholt. Da bin ich doch jetzt auch ganz guter Dinge, dass wir das einfach machen können. Ohne, dass da noch was passiert. Die müssen halt auch wieder in die Box. Ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass der Erste noch in die Box muss. Aber wenn man sich das hier mal so anschaut, wie viel Vorsprung der schon hat, wird das jetzt auch keinen Unterschied mehr machen. Das ist dann auch wieder dieses Szenario. Man startet zum Beispiel auf so einer unglaublich blöden Strecke als Letzter. Dann gibt es ein paar Crashes. Der Erste kriegt Abstand und macht dann keine Fehler mehr. Dann war es das. Dann kann man das Rennen einfach nicht mehr gewinnen. Gut, und von den Strecken würde ich sagen, hier wird es nochmal Punkte geben, aber ja, das ist jetzt, die sind jetzt auch nicht, ja, hier ist ein bisschen besser, hat aber nicht so viel Leistung. Das müssten wir eigentlich auch hinbekommen. Einfachsten ist es meist, wenn man als Erster startet und die behaken sich so ein bisschen gegenseitig, dann kriegt man noch ein bisschen mehr Vorsprung und irgendwann, auch wenn man generell einen besseren Setup hat, hat man noch mehr Vorsprung und dann kann man auch problemlos in die Box fahren und wir haben jetzt sowieso Setups, die selten in die Box müssen. Das heißt, wir können sehr lange fahren, wenn es keine Unfälle gibt, ohne in die Box zu müssen und das kann man halt dann wieder maximal ausnutzen. Und damit fahre ich wirklich am besten. Und auch jetzt hier, wir können wahrscheinlich auch die 8 Runden einfach so durchfahren. Wir müssen gar nicht in die Box. Weil wir so wenig Leben verlieren, während wir fahren. Das ist halt wirklich unser Vorteil. Haben wir auch schon die 10.000. Ich glaube, das war 10.250 oder so. Wie gesagt, wir sammeln jetzt erst noch mal ein bisschen mehr. 2.000 auf der Strecke.
Das könnte auch interessant werden. Einer hat ein bisschen besseren Offroad-Wert, so die ganzen anderen Sachen. Wendekreis ist auch ganz gut. Hat jetzt nicht so viel Leistung. Also ich würde es wirklich dann hier probieren. Das passiert in letzter Zeit so oft. Jetzt sind wir zwar auf der 1, aber wenn wir irgendwie auf der 2 starten, dass wir direkt am Anfang erstmal ganz kurz überholt werden. Und dann sind wir wieder auf der 1. Das ist irgendwie leicht merkwürdig. Der zweite, ja, das war jetzt gerade ein bisschen blöd vom Timing. Ich setze jetzt einfach darauf, das war halt auch sehr knapp, dass der erste gleich mal auch in die Box muss. Und wir vielleicht... Ja... Ja, er zieht halt auch direkt wieder dran vorbei. Ja, das ist halt schon schwierig. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, wir fahren bis zum Ende durch. Wir werden das jetzt leider nicht gewinnen. Aber Zweiter werden wir noch. Okay. Da hatte ich die jetzt... In dem Moment, das ist sehr merkwürdig. Dann schätze ich die stärker ein, dann sind sie halt schwächer. Dann schätze ich die schwächer ein, dann sind sie halt stärker. So, ein Rennen machen wir jetzt hier noch. Das hier sieht eigentlich ganz okay aus. 36. Dann werden wir auf jeden Fall nicht letzter. Hier wird man für den ersten nochmal Punkte kriegen. Aber hier gibt es halt auch ein bisschen mehr. Und da sind die Kosten auch noch höher. Sind halt auch 12 Runden. Aber wir können ja eh ein bisschen mehr fahren. Das Reh kann sich da ein bisschen auch im Schnee austoben. Oder Schlittschuh laufen. Das war jetzt schon wieder denkbar schlecht. Das wirbt einen natürlich dann direkt zurück, wenn es einen Unfall gibt. Ah ja, wir müssen halt. Wir sind halt zu nah dran. Dann lasse ich die erstmal noch dran vorbeiziehen. Und im besten Fall, genau, du musst nochmal in die Box und du musst eventuell... Jetzt bitte... Kein Crash mehr. Und bitte nicht ausbremsen, dass die anderen noch rankommen. Das wäre gerade echt sehr nett. So, Turbo, 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 Turbo. Wir kommen halt nicht dran vorbei. Das hat man echt gut gesehen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Der war halt zu breit. So, dann werden wir das jetzt mal kaufen. Können wir noch mal ganz kurz gucken, was es hier noch so gibt. Ein Teddy, warum denn nicht? Offroad-Wert verbessert, das klingt doch schon mal ganz gut. Ist alles relativ günstig. Refurbish nehmen wir auch mit. Für mehr Bodenhaftung. Gut, Turbo ist mir erstmal egal. Weil ich bin halt auch der Meinung, für ein Turbo müsste ich dann wirklich die Rennen auch langsamer laufen lassen, um das einfach besser timen zu können. Ha, du hättest noch einen besseren Offroad-Wert, wenn ich dich jetzt noch mitnehme. Machen wir das doch. Shades haben wir hier mit Wendekreis und Gewicht. Und wir verlieren eine Menge Bremskraft, was für uns jetzt nicht so brauchbar ist. Aber okay. Noch zwei Rennen. Und wir hätten jetzt hier zum Beispiel 16 Runden. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Dann können wir jetzt auf jeden Fall hier auch mal umbauen. Noch mehr Gewicht. Wir verlieren ein bisschen Wendekreis. Wir gewinnen aber auch noch ein bisschen Luftwiderstand. Mehr Leistung verlieren ist halt ein bisschen schwierig. Ich hätte eigentlich gerne eventuell noch mehr Leistung. Dann müsste halt passiver fahren. Turbo wäre besser, was jetzt aber auch nicht unbedingt so das ist, was ich haben möchte. Und diese ganzen anderen Sachen jetzt hier passen auch nicht alle so richtig. Wir könnten das mal mit Wii probieren. Aber da sind wir halt schon sehr... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
Dann gibt es aber vielleicht auch weniger Unfälle. So, mehr Leistung. Wir würden Offroad verlieren. Aber das ist halt auch, ne? Wendekreis will ich eigentlich auch nicht weiter runtergehen. Macht dann jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Bremskraft verlieren, weil ist halt irgendwie gar keine Option. Und hier hätten wir noch mehr Leistung, aber dann verlieren wir auch direkt Luftwiderstand. Ist halt auch keine Option. Und noch mehr Wendekreis verlieren ist halt auch nicht so toll. Das hier wäre der Wow-Button. Der wäre vielleicht noch eine Sache. Dann würden wir ein bisschen Offroad verlieren. Da hätten wir noch mehr Gewicht, noch mehr Leistung. Und dann können wir noch mal gucken. Noch mehr Gewicht, Maximalgewicht. Ja, ich weiß nicht. Aber anscheinend geht Leistung sehr oft Hand in Hand mit Gewicht. Noch mehr Leistung, ja. Wir haben eigentlich, also Leistung würde ich gar nicht mal jetzt weiter erhöhen. Ich würde vielleicht noch mal schauen, dass wir ein bisschen besseren Luftwiderstand kriegen. Ja, das ist halt, ne, so viel Offroad, wie wir da verlieren. Das machen wir doch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das hier noch eine Option. Bin ich mir aber auch nicht so hundertprozentig sicher gerade. Ja, ein bisschen Offroad verlieren, ein bisschen mehr. Ja, das hier wäre vielleicht noch was. Dann würden wir halt noch ein... Aber ne, Offroad und Wendekreis verlieren ist halt, glaube ich, schwierig. Ich würde es mal probieren. Warum nicht? Gucken wir einfach mal. Von nichts kommt nichts. Da muss man mal ein bisschen was austesten. Sonst kann ich das ja auch wieder umbauen. Also das ist auch alles keine allzu gute Option. Noch ein bisschen Offroad-Wert, aber dann verlieren wir halt noch mehr Wendekreis. Und Wendekreis ist eh schon ein bisschen am Boden. Nee, das können wir nicht machen. Das glaube ich, das können wir nicht machen. So, dann speichern wir das mal eben und dann gucken wir mal, wie das damit läuft. Jetzt haben wir halt einen sehr viel passiveren Fahrer. Mal gucken. Vielleicht ist das dann ja auch eher was für... Also ich glaube... Wenn, dann eher was für Strecken, die dann auch mehr Runden haben. Wenn die wenig Runden, also wenn die Rennen wenig Runden haben, ich glaube vor allen Dingen, wenn man dann als Letzter startet, so einen defensiven Fahrer zu haben, ist vielleicht nicht so gut. Offroad-Geschwindigkeitsrekord. Ja, das ist doch schon mal okay. Und jetzt sieht man hier auch, okay, da gab es gerade einen Crash, aber wie wenig Leben wir verlieren. Wenn man jetzt mal überlegt, dass gerade so Meisterschaften in der Regel schon sehr viele Runden haben, die Meisterschaftsrennen, dann kann man sich auch schon überlegen, dann würde ich das ja irgendwie schon anbieten zu sagen, okay, dann setze ich halt auf ein sehr schweres Setup, um möglichst selten in die Box zu müssen. Das kann man mit Sicherheit noch anders machen, aber es funktioniert halt. Warum sollte ich das dann ändern? Wir können hier echt bis zum Ende durchholzen. Tatsache. Wow, das funktioniert ja echt gut. Das ist ja echt ein Monster-Setup. Gut, das können wir jetzt nicht mehr benutzen. Ich würde jetzt nochmal Disco Dungeon fahren. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Setup, ein gutes für Offroad und ein gutes für Strecken, wo wir Bodenhaftung brauchen. Und das Setup mit der Bodenhaftung, das funktioniert auch sehr gut in diesen Meisterschaftsrennen. Und ich glaube jetzt mit dem Offroad-Setup, wenn es halt nicht richtig blöd läuft, dann sieht das halt auch sehr gut aus, dass wir dann damit ein Rennen gewinnen.
Braucht halt gar nicht mehr in die Box fahren. Wenn man so ein schweres Setup hat, dann könnte man natürlich jetzt auch überlegen, okay, dann setze ich mal auf Turbo, dann fahre ich vielleicht doch nochmal in die Box, aber ich kann trotzdem dann auch ein Turbo nutzen. Irgendwie so die Richtung. Das war doch auch schon wieder sehr erfolgreich. Gab direkt nochmal 17 Punkte. Sind wir auf der 1, haben wieder 5000. Und dann stehen nächstes Mal die Meisterschaftsrennen an. Ich hoffe, ihr hattet bis hier ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.